willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur beim Marktführer MMOGA. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind hier auf einem normalen Foot-Account und ich habe mir überlegt, wir wollen heute mal so ein kleines Teambuilding machen. Das Team ist jetzt nicht so hyper besonders, aber es sind einfach mal wieder ein paar Spieler, die wir noch nicht kennen und deswegen jetzt mal spielen können. Es ist auch ein Spieler dabei, der eigentlich für ein anderes Team eingeplant ist, in Anführungszeichen. Aber wir werden ihn einfach jetzt in dem Team schon mal spielen und im nächsten Team wird er dann einfach nochmal eingebaut. So, Marcelo ist hier nochmal für 3-8 weggegangen. Na, geht hier die Dreieck-Taste mal wieder nicht? Hä? Ich kann es gar nicht wegmachen. Keine Ahnung. So, jetzt geht's dann anscheinend doch. Der hier für 3,50, der Suchi. Sanchez für 2,3. Benzema für 7,6. Der Jesus für 5,8. Sturridge für 2,2. Chiellini für 3,2. Und Cole für 1,4. Ruben Pardo für 3,50. Ja, ist jetzt nichts so Besonderes. So, den Hernanes, den können wir einfach nochmal... Hauptsache, der geht weg. Einfach mal hier drauf mit dem Junge. So, für 1,7 als Maestro. Und ein Garay stelle ich einfach mal aktuell deutscher Zeit 10 Uhr. Lass ich mal um 16 Uhr auslaufen. Hier einfach für 150 Start. Wird wahrscheinlich eh für Abschlusspreis auslaufen, aber scheiß drauf. Und das hier können wir nochmal schnell verkaufen. So, Nilton, ja, den muss ich nochmal verticken. Habe ich immer noch nicht gemacht, weil ich immer zu faul war, den Preis nachzuschauen. So, jetzt gehen wir aber erstmal auf Mannschaften. Ich habe die Messi-Kuhn-Mannschaft noch nicht vertickt oder so. Aber wir bauen trotzdem schon mal ein neues Team. Weil Messi-Kuhn und so haben wir jetzt ja schon relativ lange gespielt. Bald müsste eigentlich auch mal wieder der Ibra kommen. So, wir nennen das jetzt einfach mal... wir nennen das einfach mal Weltmeister. Ja. Super, Massive, super. Ist übrigens kein einziger Deutscher dabei, also viel Sinn ergibt dieser Name natürlich nicht. Aber wir nennen das jetzt einfach mal so. So, Team selbst bauen und dann bauen wir jetzt einfach mal. Und es ist sogar nicht im 4-4-1-1. Heftig, oder? Also das heißt ja schon was bei mir. Wir spielen nämlich im 3-4-1-2. Das wird unsere Formation sein. Und ja, wir beginnen wie immer von hinten. Es sind insgesamt ein Inform drinne, zwei Goldspieler, zwei Silberspieler, fünf Team of the Season und ein International Man of the Match. Das mal so kurz vorweg. So, und wir fangen an mit dem Keeper und das wäre der Herr Zoe. Den haben wir schon mal gespielt. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Vielleicht Zoet, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist ja ein Holländer. Da ist er. Da den Inform. Ja, wir haben ihn schon gespielt, wir brauchen ihn aber für einen perfekten Link. Das heißt, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wer der eine Verteidiger sein wird. So, dann gucken wir jetzt mal. Der dürfte ja so auf Abstoß liegen, sage ich jetzt einfach mal. Schauen wir mal. Und da ist noch keiner dabei, nur die Goldenen. Deswegen gehen wir hier nochmal ein bisschen höher. 14.750, mal gucken, wie es da aussieht. Immer noch keiner dabei. Na, was ist denn hier los? Hätte ich vielleicht einfach mal auf Foothead hier kurz gucken sollen, was Foothead sagt. Foothead sagt, er kostet, Alter, 20.000, echt? Für einen 77er? Happy Birthday, Junge. Naja, okay, und für 20 ist immer noch keiner dabei. Gehen wir mal auf 22. So, da ist immer noch keiner. Also langsam wird es ein bisschen teuer für so einen 77er mit gar nicht mal so überragenden Werten. Immer noch keiner dabei. Nee, also da muss ich jetzt auch echt überlegen, ob ich den dafür kaufe. Also wir sind jetzt mittlerweile schon 7.000 über der Foothead-Preisangabe. Und das ist schon ein bisschen extrem. So, wenn die Suche jetzt mal fertig durchgeführt wird, kann ich euch sagen, vielleicht werden wir erstmal ganz kurz den Non-Rare kaufen und werden dann im Nachhinein einfach den Inform kaufen, wenn dann mal ein normaler auf dem Markt ist, weil das sieht mir relativ seltsam aus. So, da sind jetzt welche. 26. Ja, das Ding ist geprice-fixed. Ja, der Kerl ist geprice-fixed von irgendwelchen Leuten hier. Ja, komm, schieß mal 6k in Wind. Ist ja aktuell sowieso, ja, sozusagen scheißegal. Weil, ja, das Spiel geht dem Ende entgegen. Und da muss man jetzt nicht mehr so auf den einzelnen Cent achten. Und ich meine...
Ist ja so, als ob ich jetzt gerade mal ein Pack gezogen habe. Und deswegen ist es Latte. So, Zoué hätten wir dann doch als Inform. Jetzt kaufen wir seinen Vereinskollegen, wo wir den perfekten Link nämlich brauchen. Und der heißt Rekik. Ah, da gucken wir aber erstmal. Ich bin mir nämlich jetzt gerade nicht sicher, ob wir den nicht vielleicht sogar haben. So. Und auch bei den anderen Innenverteidigerpositionen muss ich mal kurz gucken. So, Zoué hierhin. Hier sollte der Herr Rekik stehen. So, Thiago Silva und sowas. Rekik ist Silber. Und den haben wir nämlich tatsächlich. Da müssen wir den jetzt nicht kaufen. Den packen wir nochmal schnell einen Vertrag drauf. So. Packen wir mal so ein Silberding drauf. Und auch hier einen Verteidiger für die Zentrale habe ich schon gesichtet. Das wird nämlich der liebe Herr Ogbonna werden. So. Ogbonna hier. Und jetzt brauchen wir noch den dritten Verteidiger. Da kann ich euch schon so viel verraten. Den haben wir eben gerade schon auf unserer Transferliste gesehen. Nur war er da schon verkauft. Allerdings weiß ich jetzt so circa den Preis. Wenn er denn so ist. Keine Ahnung. Es ist nämlich Chiellini. So, gucken wir mal. Ja, Foothead sagt auch 3000 rum soll er kosten. Ah, mach ich mal 2,9 hier. Und da finden wir auch zwei Stück. Ja, nehmen wir den hier mit. Komm, für 2,9 passt das schon. Giorgio Chiellini könnte man natürlich sagen, wieso kaufst du nicht den Team of the Season? Team of the Season haben wir schon gespielt. Und ja, sollte mich das Team umhauen, dann brauchen wir auch eigentlich nur Chiellini. Das war's schon. Nur Chiellini umzustellen. Das heißt, Chiellini ist der Einzige, der nicht in seiner guten Version gekauft wird von uns. Ansonsten sind alle in ihrer besten Ausstattung gekauft sozusagen. Ja, aber bei Chiellini, ich habe jetzt bei dem Team of the Season, glaube ich, auch nicht so viele Unterschiede gemerkt. Und deswegen habe ich mich jetzt erstmal für die Gold Edition entschieden, weil ich halt auch nicht so ganz sicher bin, ob ich mit dem Team klarkomme. So, Chiellini machen wir mal hier rein. Also, so sieht schon mal unser Keeper plus Abwehrreihe aus. Ja, Zoué, wie gesagt, ist solide gewesen, glaube ich, der Kerl. Ist 1,89 groß, kann eigentlich alles durchschnittlich gut. Er kann nichts überragend, aber dafür kann er auch jetzt nichts schlecht oder so. Deswegen, ja, war der, glaube ich, auch immer ganz gut. So, Rekik, relativ pacig, 1,85 groß, mittel. Ja, ist so durchschnittlich. Hat mich auch, glaube ich, nie so vom Hocker gehauen. Ist von einigen Jahren, ja, beliebter Verteidiger, aber so vom Hocker gehauen hat er mich jetzt nicht. Aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so sicher, weil meistens, wenn wir ihn in einem Team eingesetzt haben, war das Team allgemein nicht so super. Und dann fällt das natürlich auch schlecht auf die anderen Leute ab. So, dann haben wir noch Angelo Ogbonna. Der hat bei uns auch schon 14 Spiele gemacht. Ist natürlich pacig, ist groß, hat dazu noch mittelhoch Workrates und auch solide Defense- und Kopfballwerte. Chiellini eigentlich genau dasselbe, ist ein Ticken kleiner, aber auch pacig, gute Workrates und dafür, dass er ein wenig kleiner ist, jetzt haben wir es, hat er aber auch um einiges bessere Defense- und Kopfballwerte. Ja, so sieht die Verteidigung plus Keeper aus und jetzt wird es dann ein bisschen blau-grün und nur einmal Silber. Ich würde sagen, wir packen uns jetzt erst einmal den letzten Silberspieler. Danach wird es dann nämlich nur noch bunt. Das heißt nur noch blau und grün. Und unser rechter Mittelfeldspieler wird Briand. Irgendwie so sollte er ausgesprochen werden. Der Jimmy. Und der soll kosten laut Foothead 1100. Ja, gucken wir mal, ob das stimmt. Machen wir erstmal hier einen Taui rein. Und für einen Tausender. Ihr seht übrigens, anscheinend sind die Server gerade so ein Ticken im Arsch. Weil, ja, es hängt immer so ein bisschen. Okay, das sind alles rechte Flügel. Ich guck mal gleich nach rechtem Mittelfeld. Da werde ich aber, denke ich mal, mehr für investieren müssen. Ja, weil ich glaube, diese Umstellungskarte ist auch gar nicht mal so billig. Aber wir haben sie ja eigentlich. Also eigentlich müsste ich ihn jetzt nicht so kaufen. Machen wir aber trotzdem, weil ich zu faul bin, die Karte anzuwenden. Das Team kostet übrigens insgesamt 444.000. Auf den Cent genau. Also laut Foothead natürlich. Und ja, ich würde sagen 444.000 für 5 Team of the Season, ein International Man of the Match, dazu noch ein Inform. Das geht klar. Ist in Ordnung. Und ich denke mal, ist ein Team, was sich jetzt aktuell zum Ende von FIFA 14 ja so gut wie jeder leisten kann, wenn man ehrlich ist. Und ja, deswegen. So, dann werden wir jetzt hier den ersten Team of the Season kaufen und das wäre Marco Verratti. Wir hatten ihn schon gezogen zusammen.
aber haben ihn nicht gespielt. Und deswegen werden wir das jetzt, oder haben wir ihn gespielt? Ich weiß es gar nicht genau, aber ich glaube, wir haben ihn nicht gespielt. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass wir ihn gekauft haben. Und dann hatte ich nämlich gesagt, ja, wir können ihn ja mal spielen. Aber ich habe ihn, glaube ich, dann in der nächsten Episode schon gleich wieder vertickt, weil wir gerade auch nichts da hatten. Und ja, deswegen, so, wir müssen natürlich auch beim Sofortkauf Mindestpreis ein bisschen höher gehen. Ich glaube, Inform hatte er vorher auch schon, das heißt, dem wollen wir auch ein bisschen rausfiltern. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu hoch, machen wir mal so 37k und 47k. Gut, da gibt es noch keinen, dann gehen wir mal auf 50. Da kommt schon mal was. Zwei Stück. Hier ist einer direkt als ZM. Ja, der andere ist ZOM, deswegen nehmen wir hier einfach den mit. Artist hat er dazu noch. So, dann hätten wir schon mal den lieben Herrn Marco Verratti. Und jetzt fehlen uns noch der linke Mittelfeldspieler und der andere zentrale Mittelfeldspieler. Und da werden wir als erstes den anderen zentralen Mittelfeldspieler holen. Das ist nämlich auch der perfekte Link für den lieben Herrn Verratti. Und der heißt Motta. Auch vom PSG natürlich, auch Team of the Season Edition. Soll kosten 35k, okay. Für ein 85er Team of the Season ist das natürlich jetzt nicht sonderlich viel. Aber freut mich natürlich. Hat auch sehr geile Werte. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, sobald wir den linken Mittelfeldspieler gekauft haben. Dann gucken wir uns erstmal unser Mittelfeld an. So, da gibt es einige. 36,5 haben wir schon mal gesehen. Dann gehe ich mal hier so auf 36. Da gibt es keinen mehr für. Dann 36,5. So, und da gibt es drei. Zwei Stück als Engine, aber einen als ZM. Ja, der hier ist... Na komm, nehmen wir den mit. Ich glaube, es reicht ihm so oder so. Und wenn nicht, packe ich ihm halt noch ZM drauf. So, Thiago Motta für 36k war es, glaube ich, gekauft. Und jetzt kaufen wir noch den linken Mittelfeldspieler. Und dann geht es erstmal ganz kurz wieder aufs Team. Da gucken wir uns mal das Mittelfeld an. Und ich glaube, der linke Mittelfeldspieler ist, obwohl er vom Rating, von den bunten Karten her, eigentlich der niedrigste ist, ist aber der teuerste. Ich meine, ihr wisst es jetzt wahrscheinlich sowieso schon. Oder ist er eigentlich der teuerste? Mal gucken, was der kostet. Okay. So, wir kaufen den jetzt aber erstmal. Ich überlege gerade. Hier muss ich nochmal ganz kurz was nachgucken. Nicht, dass ich da jetzt einen Fehler mache. Nee. Gut, geht alles klar. Okay, alles gut. So, Thiago Motta hatten wir gekauft. Jetzt kaufen wir noch den linken Mittelfeldspieler. Und das ist natürlich Memphis Depay. Ich nenne ihn ja ganz gerne Depay, weil es sich irgendwie besser anhört. Und ja, da werden wir die Gold-Version holen. Das heißt die International Man of the Match-Version. Ich glaube, da müssen wir gar nicht filtern groß, ne? Gibt ja nur ihn hier, genau. So, 157. Also, Footed sagt, was hat er gesagt hier? 110.000. Gut, dann gehen wir mal erstmal auf 110.000 hier. Und kaufen den schon mal. Wie gesagt, das wird jetzt sozusagen nicht das Team, ja, wo Depay eigentlich eingeplant war. Aber Depay wird auch in das Robben-Team dann noch reinkommen. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Das wird auch noch passieren. Aber ich habe mir gedacht, wir bauen ihn jetzt einfach hier auch noch mit ein. So, 114, 115. Hier ist direkt als linker Mittelfeldspieler. Scheiß drauf, nehmen wir mit. Gut, ist die Sache. So, Depay ist also auch im Team. Und jetzt gucken wir uns ganz kurz das Mittelfeld an. Und danach gehen wir noch auf die letzten drei Jungs im Sturm. Da sind nämlich auch zwei Leutchen dabei, die sich öfter mal gewünscht wurden. Und die auch so von den Werten her gar nicht mal so schlecht aussehen. So, aktive Mannschaft. Und dann gucken wir mal hier rein. Hätten wir, wie gesagt, rechts den Herrn Briand. Da ist er. Dann stellen wir hier ins zentrale Mittelfeld. Ist eigentlich Latte. Aber ich guck mal ganz kurz. Verratti ist Rechtsfuß. Ich glaube, den würde ich eher hier hinstellen. Und hier kommt dann der gute Herr ZDM hin. Also der gute Herr Motta. Da ist er. So, den stellen wir hier hin. Und dann natürlich linkes Mittelfeld noch Memphis Depay. So, so sieht das Mittelfeld aus. Ja, Briand ist eine Chemie-Bitch. Also das werdet ihr sehen, warum. Beziehungsweise wisst es vielleicht schon. Allerdings ist er eine gute Chemie-Hure. Weil ich meine, er hat echt sehr nice Werte. Hochmittel-Workrates passt schon mal 1,81 groß. Solider Pace, guter Schuss, guter Passwert auch. Und ein 77er Kopfball dazu auch noch. Also er hat auch noch wirklich gute Werte. Ist jetzt nicht so, dass der wirklich richtig scheiße aussehen würde und nur für die Chemie da wäre. Und deswegen, ja, keine Chemie-Bitch, prinzipiell. Na gut, prinzipiell ist er eine, aber eine gute.
Genau, so lassen wir das jetzt mal stehen. Dann unser Großer im Mittelfeld, der Herr Thiago Motta, ist 1,87 groß, Mittel-Mittel-Workrates, 4 Sterne Weak Foot, dazu einen 80er Schuss, 85er Passwert, 78er Dribbling, 81er Defending, 86er Kopfball. Also bis auf Payson kann er halt eigentlich alles und deswegen für 36k übel geschenkt das Ding. Und dann noch der Kleine neben ihm, also sozusagen ein bisschen das Gegenteil, aber auch er kann alles eigentlich. Wenn man das so sieht, 73 Pace, solide, schießen ist jetzt nicht der Hammer, aber ist auch okay. Dazu noch ein 88er Pass, 88er Dribbling und 80er Defending. Okay, gut, Kopfball ist dann vielleicht natürlich seine, was heißt vielleicht, natürlich seine Schwäche, weil er ist einfach auch nur 1,65 groß. Aber naja, er soll so ein bisschen den offensiveren Part machen, neben Motta. Und dann natürlich noch Memphis Depay. Der Herr ist 1,76 groß, Hochmittel-Workrates. Dazu noch 4 Sterne Weak Foot, 4 Sterne Skill Moves, Rechtsfuß auf links, 90er Pace, 82er Schuss, 86er Dribbling, 70er Passwert und noch ein 65er Kopfball. Joa, ich meine, der normale Depay geht ja schon ziemlich ab, deswegen hoffen wir mal, dass auch er abgeht. Und so machen wir uns nun auf die Reise zu den letzten drei Spielern, die uns jetzt natürlich noch fehlen. Und da fangen wir mit dem ZOM an. Und dann müssen wir mal gucken. Das ist nämlich der liebe Herr Cerci. So, Alessio Cerci kommt ins ZOM. Ich weiß nicht, vorher hat er, glaube ich, noch keine Inform gehabt. Ja, ich werde jetzt auch nicht nach ZOM sozusagen filtern. Weil eigentlich ist er, glaube ich, als Mittelstürmer rausgekommen und deswegen filter ich jetzt einfach erstmal so. 86k sagt Foothead. Gucken wir mal. So ein bisschen runter hier. Machen wir 87. Und da hätten wir ein paar. Und da hätten wir, komm. 87. 86,5, 84,5. Ja, komm hier. 84,5 ist gut. Nehmen wir mit. Sogar als ZOM. Passt alles. Ja. Jetzt fehlen uns natürlich noch zwei Stürmer. Und als erstes werden wir natürlich den perfekten Link-Partner für Cerci auswählen. Und es ist natürlich klar, wer das ist. Und das ist auch der neue Dortmunder. Und zwar der Herr Ciro Immobile. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, aber ich glaube, bei der WM haben sie ihn Immobile oder so ausgesprochen. Hört sich aber echt scheiße an. Und deswegen kaufen wir ihn jetzt mal. So, was kostet der Junge? Laut Foothead 48k. Ob das stimmt, werden wir gleich sehen. Erstmal hier ein bisschen hochgehen. Auch er hat doch, glaube ich, schon ein oder zwei Informs sogar. Dann gehen wir hier lieber noch ein bisschen höher. So. Ja, 30k mal hier. Und dann machen wir hier mal 48. Oder 49. So. 49.250. Und da haben wir noch keinen. Da haben wir nur einen Inform. Okay. Ja, dann gehen wir mal hier ein bisschen über die 50k drüber. Machen wir 55. So, und da hätten wir einige. So, 52, 55, 52. Gut. Also für 50 gibt es auf jeden Fall einen. Dann machen wir doch hier gleich mal 55. Na, komm Schätzelein. Push dich mal ein bisschen hier. Ja, ich weiß nicht. Server scheinen so ein bisschen am Arsch zu sein. So, und da sind immer noch einige. 50, 50, ich glaube, ich nehme den hier mit Hunter mit, weil der Chemistry-Style halt einfach teuer ist. Obwohl, Finisher finde ich eigentlich geiler. Obwohl, eigentlich ist sein Heading ja ziemlich nice. Ah, ich nehme den Hunter hier mit. 50k, glatt für Immobile mit Hunter. So, jetzt zuweisen, dann nehmen wir das Schätzelein mit und dann fehlt uns natürlich noch ein Spieler. Und das wisst ihr natürlich auch schon, wer da hinkommen wird auf die rechte Stürmerposition. Nämlich der perfekte Link von Brion und das ist der Herr Lacazette. Und auch hier Team of the Season Edition, Alexandre Lacazette. Und der soll kosten 88.000, okay, warum auch immer, aber er soll so viel kosten. Ich glaube auch er hat schon Inform, deswegen gehen wir hier nochmal ein bisschen höher, 45k. Und hier mal so auf 90. So, ist klar, dass die Spieler auch alle so teuer sind. Es sind halt abnormal viele Coins aktuell im Umlauf, weil die Coins halt einfach so scheiße günstig sind und jeder kauft und guckt auch einfach nicht mehr so auf die Coins. So, 89,5. Ja, den hätte ich am liebsten mit Finisher. Aber das kann ich ihm ja selber geben. Deswegen nehme ich hier einfach den günstigsten. Ja, oder halt den. Ist aber trotzdem noch der günstigste. So,
Jetzt sind wir durch. Können wir nochmal kurz aufstellen. Dann reden wir nochmal kurz über den Sturm. Ändern nochmal kurz beim Lacazette den Chemistry Style. Vielleicht auch bei den anderen nochmal ganz kurz gucken wegen Chemistry Style. Aber ansonsten wäre das Team dann jetzt vollendet. Ja, wie gesagt, laut Foothead 444k. Und ja, ich finde, dafür kriegt man eigentlich ein ganz hübsches Team hier zusammen. Kann man natürlich auch noch anders aufstellen. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. So, Immobile wird hier hinkommen. Dann wird Lacazette wegen perfekten Link hier hinkommen. Und hier ins ZOM kommt noch Cherchi. Und dann werdet ihr gleich sehen. Jetzt machen wir hier erst nochmal einen italienischen Trainer rein. Haben wir vielleicht noch irgendeine gute Liga dazu? Leider nicht. Aber ich glaube, das reicht schon, wenn wir hier einfach einen Italiener reinmachen. Premier League bringt natürlich nichts, aber egal. So, ihr seht jetzt hier auch alle 9 oder 10 Chemie. Weil Depay bekommt perfekten Link von Rekik. Und natürlich auch genauso andersrum. Das heißt, die können beide 2 tote Links ausgleichen. Das gleiche gilt natürlich für Soe, der auch seine beiden roten ausgleichen kann. Chiellini kann seine beiden roten ausgleichen durch den perfekten Link von Ogbonna. Verratti kann seine 2 toten ausgleichen durch den perfekten Link von Motta. Briand muss gar nichts ausgleichen, weil der hat ja hier noch den orangenen. Aber Lacazette kann seine 2 roten ausgleichen durch den perfekten von Briand. Und dann kann Immobile seine 2 roten noch ausgleichen durch den perfekten Link von Cherchi. Das heißt, ja, ist so ein schönes, perfekte Links-Team. Ist jetzt natürlich kein besonderes Hybrid oder so. Aber sieht spielbar aus und ja, wir haben auf jeden Fall Spieler dabei, die wir mal schön testen können. Auf jeden Fall Verratti, Depay, Immobile, dann noch Lacazette, Briand, Cherchi haben wir schon gespielt, Motta auch, aber jetzt nicht so extrem, dass ich jetzt irgendwie noch eine Meinung von denen hätte. So, hier machen wir nochmal beim Lacazette den Chemistry Style Finisher drauf. So, Finisher hätten wir hier. Gehen wir mal hier raus. Auf den Briand. Ah, ich glaube, da haben wir. Ah, doch, komm. Packen wir dem auch noch einen drauf. Chemistry Style. Was können wir da drauf packen? Wie sind seine Werte? Ich würde sagen, Dead Eye wäre bei ihm gar nicht mal so schlecht. Noch ein bisschen den Schuss und den Pass pushen. Oder ein Catalyst. Genau, Catalyst machen wir drauf. So, Catalyst für Briand geht auch klar. Ja, jetzt gucken wir hier nochmal. Chiellini hat noch keinen drauf, deswegen gebe ich dem hier noch einen Sentinel. Und das war's dann gewesen. Und dann gucken wir uns gleich nochmal ganz kurz, hier ist Sentinel, hätten wir hier. Dann gucken wir uns jetzt gleich nochmal ganz kurz den Sturm an. Und das sieht so aus mit Lacazette. Der Herr ist 1,75 groß, hoch, mittel, Workrates. Dazu eine 90er Pace, 82er Schusswert, 80er Kopfball, 76er Pass und 85er Dribbling. Und noch 4 Sterne Skill Moves. Also der kann wirklich alles, muss man mal so sagen. Also er kann halt auch für einen Stürmer passen, was relativ selten ist, wie wir jetzt hier auch bei Immobile sehen. Immobile hingegen etwas größer mit 10 cm, also insgesamt 1,85 natürlich, nicht 10 cm. Hoch, gering, Workrates, was mir sehr gut gefällt. Dazu 84 Pace, 86er Schuss, 88er Kopfball und ein 80er Dribbling. Was natürlich schade ist, ist nur 2 Sterne Skill Moves. Du kannst mit dem noch nicht mal ein Roulette machen. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Aber naja, wir schauen mal, wie er so spielt. Und dahinter noch Cherchi. Ja, der kann wiederum auch fast alles. Nur nicht so super köpfen. Hingegen ist er aber 1,80 groß. Also an der Größe scheitert es nicht. Vielleicht eher an der Präzision, Jumping oder sonst irgendwas. Mittelgering Workrates, Linksfuß, 4 Sterne Weak Foot, 4 Sterne Skill Moves. Dazu einen 88er Pace, 84er Schuss, 87er Pass, 89er Dribbling. Und das für nur 84k, würde ich sagen, geht vollkommen in Ordnung. Ja, ich würde mal sagen, das ist die Truppe. Und damit werden wir in der nächsten Episode direkt mal eine Runde spielen. Ja, ich würde mal sagen, wir sind hier durch, ne? Komm, ziehen wir zum Abschied nochmal ein Päckchen. Ah, das Team des Turniers ist nämlich draußen. Oh, eigentlich muss ich da ja nochmal ein Pack-Opening machen. Auf jeden Fall muss ich diese Packs mal alle ziehen. Und ich gucke mal ganz kurz. Es gibt Jumbo Premium Packs, okay. Aber es gibt noch keine richtigen Special Sets. Alles klar. Kaufen wir mal hier so ein Ding für 15k. Und oh, das ist jetzt aber ein ganz normales 15k Pack, ne? Nicht, dass das jetzt irgendwie so ein Verbrauchsobjekt-Set war. Habe ich jetzt nicht nachgelesen. Ja, eigentlich müssen wir dann nochmal einen Squad-Builder machen. Nicht Squad-Builder, Pack-Opening, sorry. Ja, ziehen wir hier natürlich nur Scheiße. Ah, ne, ich nehme die Verträge da nicht mehr mit. Nur noch die glänzenden. So, Klänzchen, Klänzchen, Fitness auch noch. So.
Und ja, was haben wir hier hinten noch? Rechter Flügel, rechter Stürmer, jetzt auch nicht so interessant. Architekten und Backbone nehmen wir auch noch mit. Ja, alles klar, ich würde mal sagen, das wäre es hier eigentlich gewesen. Den Rest stoßen wir hier ab. Und ja, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt natürlich mal im Forum vorbei. Der Link dafür ist wie immer in der Beschreibung. Also, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.